Hallo, Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Imaginary. In diesem Film geht es um Jessica, gespielt von Devanda Wise. Die kennt man zum Beispiel aus dem Jurassic World, ein neues Zeitalterfilm. Ähm, ja, sie zieht mit ihrem frisch verheirateten Mann Max, gespielt von Tom Payne, den kennt man zum Beispiel aus The Walking Dead. Ähm, ja, sie ziehen zusammen in Jessicas altes Elternhaus mit den zwei Stief, äh, Stief, äh, Stiefkindern und zwar Taylor gespielt von Tegan Burns, die kennt man zum Beispiel aus aus The Gateway in Griff des Kartells und ihre kleinere Schwester die Alice gespielt von Piper Brown, die kennt man zum Beispiel aus aus Country-Komfort. Und um die kleine Alice geht es hauptsächlich in dem Film. Denn sie, hat auf, sie findet auf einmal einen Teddybären im Keller, der für sie immer mehr zu einem imaginären Freund wird. Denn sie kann ihn sehen und manche andere nur so zeitweise. Und dieser Teddybär ist aber kein gewöhnlicher Teddybär, denn dieser Teddybär ist wirklich ein wenig böse, um es mal nett auszudrücken, und versucht die kleine Alice zu Dingen zu bringen, die sie eigentlich gar nicht tun würde und teilweise auch gar nicht tun möchte. So viel mal dazu. Ja. Ähm, ja, was kann man zu dem Film sagen? Es ist halt ähm, ein gewöhnlicher Horrorfilm von, von einem besessenen... Ähm, ja, besessen kann man jetzt zwar auch nicht sagen, von einem ja, verzaubert irgendwie vielleicht so, kann man sagen. Ein Kuscheltier, das ähm, dann anfängt halt so lebendig zu sein und dann halt seine eigenen Pläne verfolgt. Aber es ist jetzt... Also schauspielerisch ist es gar nicht schlecht, muss ich sagen. Also das passt schon sehr gut. Also die Mimik und Gestik von den Schauspielerinnen, das ist schon soweit ganz gut. Aber der Film bietet mir jetzt irgendwie jetzt auch nichts wirklich Neues. Es ist von den Effekten her, sagen wir mal, zu 95% okay bis gut. Dann gibt es so manche Stellen, wo ich sage, das sieht mir jetzt so ein bisschen... Ja, drüber kann man sagen und auch vielleicht ein bisschen nicht so sauber aus, aber man hat sich da halt ähm, zu etwas zu etwas entschlossen in diesem Film halt ähm, zu zeigen, wo ich mir schon wieder denke, ja, irgendwie bietet ihr mir da jetzt nichts Neues, das habe ich so in der Art und Weise, aus wenn man mehrere Filme zusammenpackt, auch irgendwie schon gesehen, aber das Ganze steht und fällt wirklich so mit den Schauspielern, die wirklich ihr Bestes geben, diesen Film in eine gute Richtung zu bringen, auch wirklich auch gut voranzubringen, weil die Story eigentlich nicht wirklich viel Neues bietet und auch nicht sehr viel hergibt, muss man ganz ehrlich sagen. Und ähm, ja, für das der Film jetzt 144 Minuten geht, was sich auf der einen Seite, als Horus Wöhler nicht unbedingt wenig oder nicht unbedingt viel anhört, gibt es dann doch schon so die ein oder andere Passage, wo man sagen könnte, ja vielleicht so fünf oder zehn Minuten weniger an manchen Stellen, also beziehungsweise komplett fünf oder zehn Minuten weniger, dafür an manchen Stellen ein bisschen mehr gestrafft. Das wäre dann vielleicht schon etwas besser gewesen. Aber lohnt es sich für diesen Film, jetzt ein Kinoticket zu buchen. Da muss ich mit echt mit Bauchschmerzen sagen, boah. Beziehungsweise da muss ich einfach sagen, ein Kinoticket für den Film zu buchen, da würde ich Bauchschmerzen kriegen. So rum ist es vielleicht besser ausgedrückt. Weil dafür bietet der Film jetzt nicht genug. Er hat wirklich gute Momente. Also er hat wirklich teilweise echte Momente, wo man wirklich ähm, richtig in den Film drin ist und wo man dann sagt, ja. In dem Fall, da, da spüre ich jetzt auch so ein bisschen diese, diese, diese Angst und diese Beklemmung und das alles. Aber das wäre auch etwas, wo ich sagen würde... Das kann ich mir auch mal an einem gepflegten Filmabend, wenn ich Bock auf Horror habe, mir dann auch in einem Stream angucken. Weil dafür, klar, natürlich, der Film hat an manchen Szenen auch echt gute ähm, gute Sachen, was den Ton angeht. Aber dafür dann ins Kino zu gehen, wäre mir dann doch ein bisschen zu wenig. Aber welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo von der Film- und Gaming-Unterhaltung. Hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es alles von euren Content Creator. T-Shirts, Hoodies, Turnbeutel und noch vieles, vieles mehr. Und natürlich die Designs von Arts Expert. Also holt euch eins von den coolen Logos und holt euch den coolen Stuff nach Hause. Ihr könnt hier könnt ihr frei wählen, Größe, Farbe, alles was ihr wollt. Also randa und holt euch den Stuff. Bis! Demnächst. So, da sind wir da. Ja, Imaginary. Der imaginäre Freund, der böse Teddybär, der die kleine Alice zu Dingen bringt, die sie eigentlich nicht tun würde und auch nicht tun möchte. Und ja, eigentlich bietet der Film auch nicht wirklich Neues. Optisch ist er zum größten Teil okay bis gut. Aber jetzt auch kein, kein bahnbrechende Sache oder so. Irgendwie hat das Horrorgenre so ein bisschen, sage ich jetzt mal, an Faszination verloren. Für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben. Also für mich ist das Horrorgenre so ein bisschen festgefallen. Es gibt in jedem Jahr so... Ein oder zwei Filme, die wirklich vielleicht so ein bisschen herausstechen, wozu dieser Film jetzt für mich bisher nicht gehört. Aber ansonsten finde ich werden irgendwie alte Franchises aufgewärmt oder ähm, es werden einfach aus wie es bei diesem Film eher so ist, aus verschiedenen Film Aspekte genommen und zu etwas neuen verschmolzen. Aber mir fehlt da so ein bisschen teilweise auch so so, so diese Momente, wo man sagt, ach du Scheiße, das. Ist jetzt heftig. Nee, also das ist jetzt bei dem Film jetzt nicht so unbedingt der Fall. Und wie gesagt, 144 Minuten. Wir hätten vielleicht so 5 bis 10 Minuten weniger vielleicht sogar ganz gut getan. Somit gebe ich den Film ja drei Totenköpfe. Er ist nichts Besonderes, er ist auch nicht schlecht. Aber ja, so guter Durchschnitt kann man dafür auf jeden Fall sagen. Ja, falls euch gefällt, was ich mache, dann schaut doch mal unten in die Videobeschreibung. Dort sind ein paar interessante Links, mit denen ihr mich unterstützen könnt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.